Wir haben ein neues Inventar. Okay, Sachen, die nicht uns gehören. Mitgliedskarte. Oh, das ist wertvoll. Mitgliedskarte für das Gym. Da können wir. Da können wir nicht rein. Barbarenbräu-Rezept. Blumen. Den Pimpel haben wir mitgenommen. Improvisierten Pimpel. Pflaster. Pfeife. Also das Parfüm haben wir mitgenommen. Und das Gym-Ticket ist neu. Was soll ich nochmal mit Lance besprechen? Weißt du, Lance denkt, es wäre nicht in Ordnung, schwul zu sein. Dass ihn andere Leute dann nicht mehr respektieren. Wenn er doch bloß mit sich selbst im Reinen wäre. Ich würde mich so gern mit ihm versöhnen. Wie kannst du denn so offen damit umgehen? Für mich war das nie ein Problem. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass mich der weibliche Körper nicht anzieht. Der männliche dafür aber umso mehr. Außerdem haben mir Ikonen wie Lady Gag oder Freddy Quicksilver geholfen, damit offener umzugehen. Aha, also muss ich Lance einfach zeigen, dass er nicht auf Frauenkörper steht, sondern auf Penisse. Und ich muss ihn dazu bringen, an all diese schwulen Ikonen zu glauben. Was? Das habe ich eigentlich nicht gemeint. Es ist ja nicht so, dass man einfach... Kein Problem. Ist schon so gut wie erledigt. Ich bin nicht nur ein guter Liebhaber, sondern auch ein exzellenter Verkuppler. Vielleicht hätte ich lieber jemand anders fragen sollen. Ja, das hatten wir zuletzt. Ich habe es jetzt für den Stream nochmal gemacht. Dann sind wir quasi... er hat uns rausgeholt und danach hat er dieses, das gesagt. Damit habt ihr jetzt... Alles ist so gut wie alles gesehen. Also ein Blackscreen habt ihr noch verpasst. Das ist da ja so ziemlich. So, wo wollen wir jetzt hin? Ins Gym würde ich mal sagen. Oder nicht? Wir haben Gym-Ticket. Wir sollen jetzt zu ihm hier, zu dem. Die Mission. Ups. Mission war nochmal die. Was du in dem Club angerichtet hast. Es war dunkel und ich hatte getrunken. Vielen Dank. Was? Du hast uns zwei riesengroße Gefallen getan. Aaron wird richtig groß rauskommen. Und wir mit ihr. Ich sehe für sie schon einen Stern am Walk of Pain. Und dieser Gangbang im Darkroom. Verrückter wird es nicht. Und verrückt ist gut. Die Leute rennen uns die Bude ein, seitdem jeder in der Stadt gesehen hat, was du mit dem Gargoyle gemacht hast. Toll. Jedenfalls soll ich dir im Namen der Geschäftsleitung diese kleine Anerkennung überreichen. Bitte was? Ein Gutschein? Danke. Warte mal. Ist der auf Haut geschrieben? Darüber kann ich leider keine Angaben machen. Auf Haut? War die Polizei nochmal hier? Das war sie. Hat den ganzen Laden auf den Kopf gestellt und alle durchleuchtet. Immerhin haben sie nur dich eingebuchtet. Ja, darüber bin ich auch sehr erleichtert. Und den Labelsvisitations- Fetischisten haben sie eingebuchtet. Wie läuft's im Club? War ein einziges Chaos durch die Polizei. Die Gleitmittelfontäne funktioniert nicht mehr. Ist irgendwie verstopft. Du hast nicht zufällig Erfahrung mit sowas? Verstopfte Löcher bekomme ich immer frei. Vielleicht kannst du hier ja auch was. Nein, Larry, nein. Halt's Maul. Jetzt haben wir den nächsten Auftrag angenommen, den wir nicht hinkriegen. Meine Fresse. Auf Haut gedruckte Gutschein. Aha. Ein Gutschein von Hell's Pawn. Scheint, als wäre er auf Haut gedruckt. Ist ja widerlich. Können wir den gleich meinen lösen? Auf einmal habe ich eine Flasche Champagner in meiner Tasche. Gruselig.
aber auch praktisch. Aha. Doom Perignon. Aha. Teilflasche Champagner. Ist er noch hier? Burton doch. Helfen. Tatortabsperrung. Was zum? Ein abgetrennter Arm? Okay. An die entscheidenden Stellen komme ich nicht ran. Schade. Aha. Was haben wir noch so? An die entscheidenden Stellen komm. Das Ding soll man jetzt reparieren. Irgendwas verstopft den Brunnen. Zum Glück haben wir einen Pömpel dabei. Damit könnte ich es frei bekommen. Jetzt sprudelt es wieder. Mit seinem flutschigen Pömpel und eine Salatgurke. Großartig. Bei Timber was Neues. Ach, das ist schön. Das Profilbild. Großartig. Aha. Der Tag. Wladislav. Mi-Jugendhaltung, okay. Oben, unten, links, rechts, BA. Sehr, sehr alter Cheatcode. So, nein, okay. War das gerade ein Schleimball? Du Fuß. Ich hab mich noch nicht getraut. Oh, Faith. Ich hab mich noch nicht getraut, nach rechts zu wischen. Was passiert denn, wenn wir das machen? Pfui, Boo. Großartig. Betty McBallface. Jetzt haben wir mal Lefty. Irgendwie kommt die mir sehr bekannt vor. Hey, okay. Die ist ja kaputt. So eine kaputte Gummibein steckt. Ah, das ja. Das hilft mir. Das lässt sie. Das hilft. Die beiden. Das kann ich. Die beiden. Das lässt. Das kann ich. Das hilft mir. Die beiden. Das lässt. Das kann ich. Das lässt. Was? Ein Loch gestopft. Fehlen noch zwei. Was haben wir gemacht? Das lässt sie. Das hilft mir. Die beiden Sachen. Welches Item haben wir? Ich habe einfach durchprobiert, weil ich habe kein. DJ Löff. Wie läuft's im Club? War ein einziges Chaos durch die Polizei. Die Gleitmittelfontäne funktioniert nicht mehr. Doch, funktioniert ist wieder. Ist irgendwie verstopft. Hab. Danke, Larry. Bleib wachsam.
Okay. Wo finden wir denn den? Du hast neue Matches auf Timber, Larry. Aha. Wenn wir Adu. Ja, sicher. Mi Jung und Diana. Diana Dickelboy. Aha. Die treffen wir bestimmt in der Fitnessbude. Wo wir die Polizisten finden, das ist, ja, die eben ausgebrochen sind. Hui. Was soll ich nochmal mit Lance besprechen? Weißt du, Lance denkt, wenn er doch bloß... Wie kannst du... Für mich war außerdem... Aha, und ich muss ihn... Was? Kein Problem, ich bin nicht nur... Vielleicht... Ist der hier drin? Hab den Lance gesehen? Krieg ich ihn nicht. Das war letztes Mal. Hallo. Willkommen im Saal. Überhaupt nicht. Wir haben... Barträger. Naja. Hä? Frag dich mal. Hä? Passiert was? Aber na... Der Goldschm... Das ist aber das ist... Wir sehen uns... Okay, das hatten wir das schon. Der Freund ist aber nicht hier. Ist er vielleicht hier? Oha. Oh, ist das deine Erfindung? Das ist der Prototyp meines neuen Entwurfs. Ich nenne die Maschine... Gefährlich aus. Facomatic Deluxe. Was für ein Hammer. Nimm sie ruhig mit und probier sie aus. Ich brauche Feedback. Sei vorsichtig mit dem Ding. Es hat die höchste RAM-Kraft, die ich je bei einem Sextoy erreicht habe. Sieht einfach nur Tildo an einen Presslufthammer gebastelt. What the fuck? Kam an Zeit, finde ich gut. Origineller Spruch. Für diese Bude. Für die Verhältnisse. So, wir können doch jetzt hier rein. Ist das die richtige Mitgliedskarte? Ja, das stimmt. Herr Youth Wengel. Oh, du hast noch gar nicht deine Monatsration Muskelaufbau bekommen. Hier. Viel Spaß beim Trainieren. Natürlich. Proteinpulver. Natürlich. Können wir Sachen kombinieren? Das lässt sie. Das wird. Das hilft. Die beiden. Das lässt. Das wird. Das hilft mir. Das lässt. Das hilft. Die beiden. Das wird. Das hilft. Das wird. Das lässt. Die beiden. Das lässt. Das hilft mir. Das wird wohl. Ich will es gar nicht versuchen. Das lässt sich. Oh. Das ist keine gute Idee. Ja, definitiv. Hey! Ah, da werden wir. Fantastisch. Aua, das Ding ist ja lebensgefährlich. Ich könnte mir die Maschine in den Anzug stecken und mit ihr zuschlagen. Das Ding hat so viel Raumkraft, dass es den Boxsack pulverisieren würde. Allerdings würden dabei alle sehen, dass es keine Faust ist, die zuschlägt. Mhm. Warum Gummihandschuhe, den wir da drüber ziehen können? Wo haben wir nochmal Gummihandschuhe gekriegt?
Irgendwo haben wir die geschenkt bekommen. Ich weiß noch nicht mehr wo. Hallo Lance. Hey Lance. Willst du dich nicht wieder mit Dick vertragen? Dick? Welcher Dick? Dein Ex-Freund? Das geht dich überhaupt nichts an. Lass mich in Ruhe. Keine Sorge, ich werde dir helfen, zu dir selbst zu stehen. Das haben wir gleich. Was? Wovon redest du da? Oh nein, Larry, nein. Willst du dich nicht wieder mit Dick vertragen? Dick? Dein Ex-Freund? Das geht nicht. Keine Sorge, ich... Was? Gib mir noch... Okay, wir müssen ihm was besorgen. Eher nicht. Das würde ihm nicht gefallen. Das ist keine gute... Eher nicht. Das würde ihm... Das ist keine gute Idee. Eher nicht. Das ist doch... Nein, ich verschwende keine Gedanken mehr an Dick. Okay. Das würde ihm nicht gefallen. Eher nicht. Das würde ihm nicht gefallen. Ich höre die ganze Zeit den Rhythmus im Hintergrund. Ich höre die ganze Zeit hier von ASDF Movie. Das ist keine gute Idee. So ein bisschen hört mal hin. Schieb. Eher nicht. Irgendwie schon. Das würde ihm nicht. Vielleicht, wenn es wiederkommt, hört mal drauf. Achtet mal drauf. Das würde ihm nicht gefallen. Das ist keine. Probier mal alles. Das würde ihm nicht gefallen. Das ist keine. Das Parfüm bestimmt. Eher nicht. Jetzt kommt es natürlich nicht. Idee. Die Tät, ich habe ihn jetzt. Eher nicht. Gut. Oh mein Gott! Diese Reaktion bekomme ich oft. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so untrainiert wirkt. Larry Leffer, zu Diensten. Larry Leffer? Du bist der Typ, mit dem ich auf Timber gematcht bin? Auf dem Profilbild siehst du aber viel sportlicher aus. Ich wirke nur durch den Anzug so blass. Wenn du meinst. Jedenfalls bist du hier am richtigen Ort, wenn du was aus dir machen willst. Ich bin Diana und ich leite das Studio. Wenn du einen Trainingsplan oder Tipps für Trainingsmethoden brauchst, frag nach Lance. Ich würde mich lieber von dir betreuen lassen. Wie wäre es mit einem Date? Ich habe Regeln. Eine davon ist, dass ich nicht mit Hänflingen ausgehe. Ich bin fitter, als ich aussehe. Im Internet tust du zumindest so. Ja, wenn du wirklich so fit bist, wie du behauptest, hast du ja sicher kein Problem mit einem Test. Der Amazonen-Herausforderung. Mal was? Amazonen hatten nur eine Brust, wegen Pfeil und Bogen. Dann dürfte es für dich ja erst recht kein Problem darstellen. Ich will sehen, wozu du in der Lage bist. Siehst du den Sandsack? Zeig mir, dass du ihn zum Schwingen bringen kannst. Kein Problem. Ich habe schon schwerere Dinge zum Schwingen gebracht. Okay, wir müssen das Ding irgendwie zum Schwingen bringen. Das klingt sehr falsch. Und zum Bleichmittel. Weil wir noch nicht bleich genug sind. Das lässt sich. Das hilft. Die beiden. Weiß auch. Die beiden. Das lässt. Das hilft. Die beiden. Das lässt. Das hilft. Weiß auch. Das hilft. Die beiden. Weiß auch. Das lässt. Weiß auch. Das hilft. Die beiden. Weiß auch. Was durch eine Zutat für den. Bleiben Sie fit im Schritt und sonst auch. Und da waren drin.
noch ein Rezept. Können wir doch nachgucken, oder? Die Zutaten, die ich Lefty besorgen soll. Etwas, um den Geschmack und den Duft des Bieres zu verstärken. Etwas, um das Bier zu einem richtigen Kraftstoff zu machen. Etwas Natürliches mit vitalisierendem Effekt. Kraftstoff haben wir hier. Und das natürlich mit vitalisierendem Effekt. Das hier vielleicht. Die Zutaten. Etwas, um das Bier zu etwas. Nur drei Zutaten, die ich Lefty besorgen soll. Etwas, um den Geschmack und den Duft des Bieres zu verstärken. Etwas, um das etwas natürlich. Das ist vielleicht der Geschmack des und. Können wir vielleicht mal versuchen. Aha. Den Weg mal hier vorbeifahren. Ne, wir fahren dann gleich nochmal hin. Hey, Larry. Aaron ist ausgezogen. Sie hat dir aber oben ein Paket hinterlassen. Aha. Vielleicht schaust du bei Gelegenheit mal nach. Mach ich doch sofort. Können wir vielleicht das Barbaren bräuchten? Das lässt sich. Das wird. Das wäre eine genießbare Zutat, aber ich wüsste nicht, was ich gerade brauen sollte. Das Barbarenbräu. Vielleicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das hilft mir nicht. Da kommen die Zutaten. Ich müsste was irgendwie anders mixen. Das hilft mir. Das wäre. Das wäre eine gute Zutat. Da kommen die Zutaten. Das wäre eine genießbare Da kommen die Zutaten rein. Okay. Da kommen die Zutaten. Das wäre eine genießbare Zutat, aber ich wüsste nicht, was ich gerade brauen sollte. Oh, da haben wir doch alle drei. Die Gurke ist es. Die Gurke, das Proteinpulver und ich hab doch nur Sojamilch. So schmilzt der garantiert nicht. Wir brauchen irgendwie einen Becher, um das irgendwie abzufüllen. Ein Baumkessel vielleicht. Das hilft mir nicht. Das ist gut. Jetzt müssen wir zumindest die Zutaten. Das lässt. Ohne eine Wegbeschreibung traue ich mich nicht in den Tunnel. Wer weiß, was darin lauert. Ach, Feigling. Jetzt haben wir hier eine Wegbeschreibung. Und hier ist die Box. Das muss das Paket sein, von dem Lefty geredet hat. Mal schauen. Hier ist ein Brief von Aaron. Lieber Larry, danke für alles. Durch deine Hilfe konnte ich meine Karriere richtig durchstarten. Meine Eltern werden stolz auf mich sein. Naja. Anbei findest du ein neues Produkt, das mir nachempfunden wurde. Ich hoffe, du hast Spaß damit. PS, kümmere dich bitte um meinen Erdbeerbusch. In Liebe, deine Aaron. Aha. Klick. Oh, romantisch. Ah. Ha. Ihr nachempfunden. Ja. Ich weiß, wo das vorher war. Also, nein.
Ich will niemanden damit verletzen. Das lässt sich nicht kombinieren. Das Ding sieht eher aus und die Öffnung erinnert mich. Das hilft. Das andere hilft Sachen da reinstecken. Die beiden Sachen funktionieren nicht. Oh doch, die funktionieren. Von denen funktionieren. Das hilft mir nicht. Ich meine, das war hier, ist eher für was anderes gedacht, aber. Jetzt können wir die Schere mitnehmen. Das hilft mir nicht. Das lässt. Das gibt. Die beiden. Das gibt dir. Die beiden. Das lässt. Das hilft. Die beiden. Das hilft mir. Das gibt. Das lässt. Die beiden. Das hilft. Das gibt. Die beiden. Das. Das lässt. Das hilft. Das lässt. Die beiden Sachen. Ich brauche dir irgendjemand. Das hilft mir nicht. Das gibt die alten. Damit könnte ich höchstens bei einem Kartrennen etwas anfangen. Bitte verklagt uns nicht. Tja, nun. Was machen wir jetzt? Hier kommen wir nicht links. Den mischen können wir nach wie vor irgendwie nicht. Ich glaube, wir klappern einfach mal die Orte ab, wo wir schon waren. Hier waren wir noch nicht, seit wir raus sind. Hier steht immer noch das Fotopanorama. Das hat seinen Zweck erfüllt. Strandbund. Ohne guten Grund werde ich. Okay, gehen wir mal hier hin. Oha. Was ist denn mit dir passiert? Dein Flyer hat mir die Augen geöffnet, Larry. Die wollen nicht, dass wir selbst denken. Sie versuchen, unsere Gehirnströme zu manipulieren. Mit diesen Smartphones. Um jeden Aspekt unseres Lebens zu kontrollieren. Das ist Verschwörungsschwuchtler. Schwurbler. Schwurbler war das Wort. Ich würde gerade sagen, klingt irgendwie falsch. So, ich muss mich jetzt mal selbst kennzeichnen gehen. Das war ein mieser Versprecher. Das war's dann. Mit Twitch. Ja. Ja, aber ihr habt den richtigen Gesichtsausdruck. Das schneiden wir raus. Im Stream. Auf YouTube. Deswegen rede ich darüber, dass es dann. Damit war es dann. Ist mir peinlich. Tja, da kann man nichts machen. Wacht auf, Schlafschafe! Hier, das wird dich vor ihnen schützen. In aller Hut. Pass auf, dass sie dich nicht entführen. Okay, können wir das mit dem Aluhut machen? Können wir den als Zutaten. Das lässt sich. Dings benutzen. Die beiden. Das lässt. Das hilft. Das muss. Die beiden. Das lässt. Das hilft. Das lässt. Das muss. Die beiden. Das muss. Das hilft. Das lässt. Ja, mal wieder das kombinieren. Muss, das hilft. Das lässt. Die beiden. Das hilft. Die beiden. Das muss. Müsste irgendwann mal sich, irgendwas das konservieren. Funktioniert nicht mehr. Aha. Hallo. Was gibt's?
Macht es Spaß, in einer Pfandleihe zu arbeiten? Oh ja, ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Der Laden hat meinen Eltern gehört und ich habe ihn vor ein paar Jahren übernommen. Immer wenn ich hier arbeite, muss ich an sie denken. Das hatten wir schon. Bis spät. Ja. Ich glaube, wir sollten jetzt mal hier nicht hin. Einmal hier vorbeischauen.